Hallo ihr Leseratten, ich war gerade fertig mit meinem Montagsmeeting zu drehen. Guck mir das hinten nochmal an, ob alles auch aufgenommen hat. Und was stelle ich fest? Es ist unscharf. Ich dachte, das passiert nicht mehr. Und da das Meeting heute nicht ganz so lang war, also das letzte, was ich jetzt reserviert habe, waren gerade mehr 11 Minuten, da habe ich zum Schluss ziemlich viel Dummfuck gelabert, also von daher kann ich es ruhig normal drehen. Auch wenn es mich gerade ein bisschen ärgert, dass es mal wieder unscharf war, was ja nicht mehr passieren sollte. Naja, okay. Fangen wir also doch mal von vorne an. Viel gibt es, wie gesagt, nicht zu erzählen. Die letzte Woche war. Einerseits ist was Großartiges passiert. Andererseits ist nicht viel passiert. Eigentlich gar nichts. Das Letzte, was passiert ist, oder überhaupt das, was passiert ist, war am Freitag und jetzt am Sonntag. Und ansonsten war die Woche recht mau. Recht mau. Gut, fangen wir mit dem Sonntag an, auch wenn der Freitag zuerst kommt. Aber der Freitag war etwas spektakulärer als der Sonntag. Zumal ich euch ja auch zeigen möchte, was ich gerade lese. Also, um vorwegzunehmen, es kam diese Woche mal keine neuen Bücher an. Ich habe ja gehofft, eine kommt heute noch, wovon ich nachher noch erzählen werde. Aber dem war nicht so. Also, von Montag bis jetzt kamen keine neuen Bücher bei mir an. Gut. Und gestern war ja Sonntag, haha, heute Montag ist vergessen, Sonntag. Und gestern begann ja die Blogger-Leserunde zu Die Eisprinzessin schläft von Camilla Läckberg. Ja, und obwohl halt die Schrift mauseklein ist, ja, so richtig winzig, ich hoffe, ihr könnt es überhaupt erkennen. Und ich hoffe, das Ding zoomt jetzt auch auf einem Blech. Bevor es mich ein bisschen graust, weil die Schrift wirklich so winzig ist, lässt sich wunderbar lesen. Also, wir hatten ja eingeteilt in 50 Seitenabschnitte. Und Katja und ich haben erst wirklich spät angefangen zu lesen. Also, sie schrieb mir schon, oh, ich kann erst jetzt anfangen. Was ja kein Problem ist, weil man kann ja dann anfangen, wenn man möchte. Ist einfach nur ein allgemeiner Start und, ne? Jeder liest so schnell, wie er mag. Das heißt, ihr könnt auch jetzt noch. Oh Gott, ich werde schon mal so schnell. Das heißt, ihr könnt auch jetzt noch einsteigen, wenn ihr wollt, wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt. Ja, aber auch ich hatte ja noch ein anderes Buch zu lesen, wozu es morgen auf meinem Blog die Rezi geben wird. Also konnte ich auch erst so spät abends, also spät abends nicht, Quatsch. Ich habe angefangen. Ich hab angefangen. Ich glaube, ich hatte 5 Seiten vorher schon gelesen und dann. 5:30, 6 habe ich angefangen zu lesen und die ersten 50 Seiten gingen wirklich so schnell vorbei. Ich habe also, eigentlich haben wir beide, glaube ich, sogar gestern noch ausgelesen, den ersten Abschnitt. Ich glaube. Oder sie heute Morgen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich es gestern Abend noch zu Ende gelesen, den ersten Abschnitt. Konnte also meinen Eindruck schon posten. Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, ne? Schaut bei Leserunde vorbei. Und bis jetzt gefällt mir das auch sehr gut. Ich bin jetzt schon wieder auf Seite 90. Das heißt, den zweiten Abschnitt werde ich heute auf jeden Fall auch noch schaffen. Es kann also passieren, dass jetzt jeden Tag ein Blogpost zu diesem Buch kommt, halt der nächste Abschnitt. Ihr müsst nur bedenken, wenn ihr das Buch noch lesen wollt, dass ihr euch die Eindrücke. Mein Gott, jedes Mal, wenn ihr dreht, zwitschert das. Es nervt langsam. Es protestiert. Entschuldigung, dass hier Spoilergefahr besteht. Also, es ist ja eine Diskussion und klar wird da ein bisschen was über den Inhalt erzählt. Wenn ihr also das Buch noch lesen wollt, solltet ihr die Leserunden-Posts nicht durchlesen. Das ist nur eine Empfehlung von mir. Ja. Gut. Soviel zu diesem Buch. Dann gab es ja am Freitag, wie gesagt, eine etwas größere Überraschung für mich. Wer mich auf Twitter und/oder Facebook verfolgt, der wird das schon mitbekommen haben vielleicht. Ich habe am Freitag eine E-Mail bekommen vom Piper Verlag mit dem Betreff Adventskalender Piper Verlag. Die ist zwar erstmal in meinem Spam-Ordner gelandet, aber macht ja nichts. Schnell rüber geschubst, weil ist ja kein Spam. Und ich dachte mir so, Adventskalender im Januar.
Bisschen spät vielleicht, aber egal. Und worauf kommt oft, nicht? Und ich fragte mich dann natürlich, welches Buch habe ich denn wohl gewonnen? Ich hatte ja bei mehreren Büchern mitgemacht, nicht bei allen, weil mich haben einfach nicht alle interessiert. Da waren teilweise Bücher bei, wo ich dachte so, okay, gut, lass mal die anderen gewinnen. Brauche ich nicht. Weil wozu soll ich mir ein Buch mitmachen, was mich überhaupt nicht interessiert? Da waren Biografien und sowas bei, ist ja nicht meins. Und noch so andere Sachen. Gut. Ja. Und im Endeffekt waren es auch gar nicht mal so viele Bücher, wo ich da mitgemacht habe. Aber ich wusste auch nicht mehr, was war jetzt dabei. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich öffnete die E-Mail. Und der erste Satz setzte mich schon in Staunen. Und ich musste, glaube ich, die gesamte E-Mail dreimal lesen oder so, um es wirklich in meinem Kopf zu realisieren. Ich habe mal den ersten Satz aufgeschrieben und möchte euch gerne vorlesen. Vorlesen und ich. Egal. Herzlichen Glückwunsch! Du hast bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel auf Facebook den Hauptpreis gewonnen. Da kam ich das erste Mal ins Stocken. Hauptpreis. Es gab einen Hauptpreis. Also, ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr wusste. Also, ob ich es vergessen habe. Weil ich dachte, gewinne ich eh nicht. Oder ob ich es wirklich nicht wusste, dass es da was zu gewinnen gibt. Ne? Also so ein Hauptpreis. Ich dachte, es gibt halt nur das Buch und das war's. Ja. Gut, Hauptpreis gewonnen. Jetzt kommt's. Eines von 11 Bücherabos für 2013. Okay. ich meine, welcher Bücherfreak möchte denn nicht ein Bücherabo gewinnen? Für ein ganzes Jahr. Sprich, man bekommt jedes Jahr. Nein, Quatsch. Nein, das wäre doof. Jeden Monat, so wollte ich sagen. Jeden Monat ein Buch zugeschickt. Und das Beste ist, man darf sich auch noch selber aussuchen, was man für ein Buch haben möchte. Wow. Das heißt, ich darf mir jetzt im Endeffekt jeden Monat ein Buch beim Piper Verlag aussuchen, vom gesamten Verlagsprogramm, das die mir dann zuschicken. Wow. Also ich hatte an dem Tag, glaube ich, ein Grinsen. Wenn ich keine Ohren hätte, könnte ich im Kreis grinsen oder so. Also das war ja der absolute Knüller-Wahnsinn. Keine Ahnung. Und kurz danach habe ich bei Facebook gesehen, dass Alexandra vom Büchercafé, ja, willkommen im Büchercafé, auch dieses Paket, also dieses Bücherabo gewonnen hat. Also okay, alles klar, noch jemand, super. Das erste Buch habe ich auch schon ausgesucht und das war das, was ich dachte, was vielleicht schon heute ankommen könnte und ich es dann wieder auspacken kann. Aber kam noch nicht an. Ist ja auch nicht schlimm. Dann kommt es irgendwie im nächsten Meeting wahrscheinlich. Ja, denke ich mal, dass es diese Woche dann wohl ankommen wird. Ja, was habe ich mir ausgesucht, wollt ihr bestimmt jetzt wissen, nicht wahr? Ich war erstmal völlig überfordert mit den, du darfst jetzt aussuchen aus dem ganzen Programm. Man hat ja auch nicht immer zu einem bestimmten Verlag ein Buch im Kopf oder sowas. Also zumindest habe ich das nicht. Ich habe die Buchtitel im Kopf, aber nicht unbedingt den Verlag dazu. Also manchmal schon, aber halt nicht immer. Und vom Piper Verlag hatte ich jetzt auch nichts im Kopf gehabt. Ich habe mich erstmal so durchgeklickt so ein bisschen. Ich dachte so, oh, das ist so viel und ich habe keine Ahnung. Und dann fiel mir ein, Moment. Ich habe eine Wunschliste. Ja, auch da musste ich eine Weile suchen, bis ich was gefunden hatte, was im Piper Verlag erschienen ist. Und dachte mir, okay, ich gucke dann nochmal bei der Seite nach. Ich wollte es irgendwie abgleichen. Ich war in dem Moment wirklich ein bisschen. Ich wollte mich vergewissern, dass es auch im Piper Verlag erschienen ist oder so. Keine Ahnung, fragt mich nicht, warum ich es nochmal abgeglichen habe. Oder abgleichen wollte. Und bevor ich aber zu diesem Buch gekommen bin, fiel mir ein anderes Buch ins Auge, das ich aber schon habe. Aber von dem Autor gibt es ja inzwischen noch zwei oder drei, ich glaube zwei weitere Bücher. Ich glaube zwei. Also ich habe auf jeden Fall zwei im Kopf, das weiß ich. Und dann dachte ich mir so, ja, weil von dem Autor, was ich mir erst überlegt hatte, habe ich hier noch fünf Bücher stehen, die ich
mir vorgenommen habe, dieses Jahr zu lesen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Muss man dann sehen. Aber von dem anderen Autor habe ich eben nichts mehr hier. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das. Ich rede total den heißen Brei rum. Das macht gerade so Spaß. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ausgesucht, Sag niemals nie von Dan Wells. Und ich bin schon so gespannt drauf. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Buch sein, wo man nicht wegkommt von und was man einen Rutsch durchlesen wird. Und ja. Mal sehen, was ankommt. So. Und ich habe insgesamt noch 5 Bücher, die ich weiß, ja, die ich mir aussuchen möchte. Wie gesagt, 2 Bücher von Dan Wells. Und dann gibt es noch eine Trilogie, eben wo ich den ersten Band schon überlegt hatte. Ich sage aber immer noch nicht von wem. Ist ja auch egal. Die ich mir vielleicht auch noch holen werde. Oder was erholen werde. Das klingt gut. Aussuchen werde. Gut. Aber ich weiß nicht, ob meine Wunschliste jetzt noch mehr Fieberbücher drin hat. Wahrscheinlich sind da noch welche. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht wieder geguckt. Aber daher nur meine Frage an euch. Habt ihr ein Buch? Oder auch mehrere? Vom Piper Verlag. Die ihr so toll fandet, dass ihr sagt, das muss ich unbedingt lesen. Also Genre relativ egal. Also ist ja relativ, weil ich lese jetzt zum Beispiel keine Biografien oder nichts, was mit Krankheit zu tun hat. Also sobald Krankheit dann vorkommt, ist für mich vorbei. Also so, ne? Ihr wisst schon. So. Ah, mag ich nicht. Boah. Nie. Froh sein, dass man gesund ist und nicht nur irgendwas lesen davon. Das ist nichts für mich. So. Aber mich würde interessieren, ob ihr da irgendwelche Bücher habt, von denen ich noch keine Ahnung habe, dass es die gibt und die aber so toll sind. Ja, wie gesagt, Genre ist so weit egal. Ich bin neugierig auf Neues. Ich bin richtig neugierig auf Neues, weil ich habe gerade so irgendwie das Bedürfnis noch. Kein Thriller, kein Fantasy zu lesen, sondern mal was Neues. Kein Horror. Liebesroman muss auch nicht unbedingt sein. Also ich meine, das ist schon okay. Habe ich ja auch ein paar hier, aber so historisch ist auch nicht so unbedingt, aber so weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, worauf ich gerade hinaus will, aber was Neues. Versteht ihr, was ich meine? Man liest immer das Gleiche und irgendwie brauche ich mal wieder was Neues. Genau. Und deswegen eben meine Frage an euch, ob ihr was habt. Aber wenn ihr Thriller oder Fantasy oder sowas habt, dann könnt ihr natürlich auch posten. Ja, gut, das war dann dazu. Und im Endeffekt war es das jetzt auch schon. Ja. Ich will jetzt endlich nicht mal das gleiche erzählen, was ich vorhin erzählt hatte, als ich gedreht hatte. Weil es endlich nur in Wiederholungen vom letzten Mal, weil ich bin nämlich immer noch aufgeregt wegen dem 1. Februar. Und ich könnte die ganze Zeit davon erzählen, aber das nervt euch bestimmt. Zumal es ja noch nichts gibt, also ich meine, ne? Zeitvorsprung wäre auch blöd, weil ich will ja noch mal Bücher schaffen zu lesen. Ich bin im Moment sehr im Rückstand, muss ich sagen. Also ich bin noch nicht so zufrieden mit mir. Von der Seitenanzahl geht es eigentlich, aber so von der Bücheranzahl, vor allem. Neuzugänge und gelesen sind nicht gerade im Einklang. Oh. Oh. Also es könnte einen Gleichstand am Ende des Monats geben. Darauf läuft, glaube ich, gerade hinaus. Plus minus null. Aber im Februar. Im Februar wird alles anders. Anderes ist auch schön. Ach nee. Aber ich setze mir jetzt einfach mal im Februar als quasi Neuanfang. Ja, also so könnte man es nennen, als ein Neuanfang. Neuer Blog. Ich meine, es heißt immer noch Aurora, deine Bücher, das bleibt immer bestehen. Aber ist eben andere Domain. Weil nicht mehr WordPress. Neues Layout. Ihr werdet es auch in den Videos merken, wenn ihr meinen Blog nicht verfolgt, dass sich da was ändern wird. Ja. Und darauf bin ich eben so gespannt. Und Manu.
Ja, und deswegen auch sage ich, es ab Februar beginnt in der eigentliche Subabbau, hoffe ich. Das Problem ist nur bei der einen Challenge, bei der ultimativen Subabbau-Challenge, ich kann schon wieder nicht reden. Da gibt es ja diese Zusatzaufgaben. Einen Monat lang weniger kaufen, leihen, als man gelesen hat. Das ist nicht das Problem. Das kriege ich eigentlich meistens hin. Ne? Dezember, Januar ist mir schwer. Und es gibt die Aufgabe, kein Buch kaufen oder leihen in einem Monat. Und ich wollte mir eigentlich die Aufgabe machen, weil ich kaufe und leihe sowieso nicht. Aber ich kaufe ja auch relativ wenig Bücher. Ein Monat kein Buch kaufen ist für mich auch kein Problem. Deswegen dachte ich mir, ich mache das so, dass ich auch kein neues Buch haben darf. Also es darf kein Buch neu ankommen. Und wenn es einmal einen Monat geben sollte, wo das dann klappt, dann wäre das für mich dieser Monat. Jetzt kam ja nun dieses Bücher-Abo, also ist das hinfällig. Also ist das wahrscheinlich doch wieder kaufen, leihen. Ne? Also es wird jeden Monat jetzt auf jeden Fall ein Buch bei mir einziehen. Das kann ich euch mal versprechen. Schon seltsam. Aber ich freue mich drauf. Es wird ein, also das Jahr 2013. 13, nicht 12. Das Jahr 2013 hat wirklich optimal begonnen. Also, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein schönes Jahr werden wird. Und ich bin gespannt. Okay. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ich denke mal, ich werde diese Woche kein weiteres Video drehen und wenn doch, naja, dann ist es eben so. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag wieder, wenn ihr denn wollt. Okay, bis dann. Bye bye. Es hat ja gestern war der 20. genau, hat ja die Bloggerleserunde begonnen zu Die Eisprinzessin schläft. Und ja, es ist gerade alles Mist. Hallo, ihr Leseratten. Das heutige Montagsmeeting wird nicht ganz so lang werden, denke ich mal. Wieso ist eigentlich jetzt so schräg? Oh Mann. Ja, aber es eignete sich doch noch. Ach, warum rede ich heute so viel Müll?